Hallo Leute, willkommen hier bei der Liga DAG. Ich bin Dayday und leider mal wieder allein am Start, aber ist nicht weiter schlimm. Ich dachte mir einfach so mal, ich nehme Trinder mehr auf der Top Lane, welchen Spiel natürlich gegen. Das ist natürlich auch sehr interessant, gegen Rengar, so wie es aussieht. Da bin ich schon extrem neugierig, wie ich die Katze denn so klarkomme. Auf jeden Fall, was ihr sehen könnt schon ist, wir haben einen Xiao im Jungle, Caitlyn ADC und Nami ist bei uns Support. Ich muss natürlich jetzt hier dem Xiao natürlich schnell helfen. Kann ich schon ein bisschen meinen Zorn aufladen, aber das habe ich schon wieder verbraucht, weil ich natürlich kurz Aggro hatte. Wir müssen natürlich jetzt das Gebüsch meiden. Rengar ist ja so ein, genau, so ein Jumper, ja. Aber wir können natürlich versuchen, mit unserem Crit später, den wir mit Rindermäher natürlich aufbauen wollen, ihn dann wegzusnacken. Was haben wir noch im gegnerischen Team? Ganz kurz mal gucken. Fizz Jungle, auch eine Caitlyn ADC, Rengar gesagt top. Xerath in der Mitte und eine Lux Support. So, ich bin vorhin Level 2. Das ist schon mal ein guter Vorteil, aber er ist auch schon jetzt Level 2 jetzt schon geworden. Wobei ich später auf die Lane kam. Das ist echt. Oh, daneben deine Bola. Jetzt gehen wir mal drauf. Ne, wir gehen nicht drauf. Jetzt gehen wir mal drauf. Zack. Ich kann mich hochreimen ein bisschen, mein Freund. Zack. Das Last Hitten darf jetzt nicht außer Acht lassen. Wir sollten immer natürlich Last Hitten, Last Hitten, Last Hitten. Die Katze nebenbei mal so ein bisschen runter poken. Jetzt machen wir mal die W. Der ist slow. Schade. Ah, komm. Na, da wollen wir es wissen. Aber wenn ich jetzt. Nein, reicht nicht. Doch, reicht. Jawohl. Und weg, 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 weg. Yes, Baby. Er ist gut gemacht. Und Nami holt sich und die Lux. Nami Support Kill für die für Nami. Cool. Und ich habe Blue und Red. Wie geil ist das denn? Da hat sich der Fitz aber ganz schön unterschätzt. Geh mal hier ein bisschen weg. Die Katze kann hier vorne nicht jumpen, soweit. Das Kätzchen. Das war's. Weiter geht's doch nicht. Den kriegen wir noch. Ah, mach deine Ebola weg da. Und jetzt heißt es wieder farmen, Zorn aufbauen und dann natürlich uns wieder heilen. So, immer rechts bleiben. Na komm. Tot. Ne, ist er. Ich bin. Nein. Ah, ich bin tot. Schade. Ah, ich dachte, er ist tot. Nein. Schade, schade, schade. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich werde mir das als erstes holen. Zack. Ich denke, hier oben habe ich das relativ im Griff. Nummer 2 Almana, ein Heapod. Und dann gehen wir wieder Richtung Toplane natürlich. Katharina habe ich ja gar nicht erwähnt. Wir haben natürlich noch eine Katharina in der Mitte. Genau, Jin Zhao, Jungle, ich drin da mit Top und Caitlyn. Jin Zhao signalisiert, dass er kommt. Ich bin natürlich noch auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Jin Zhao kann kommen. Ah, das lohnt sich nicht mehr, oder? Ja, es lohnt sich nicht, da kann man nicht hinterhergehen. Trotzdem ein guter Versuch. Hält ihn so ein bisschen vom Farmen ab. Also, Gank hätte besser laufen können. Schreibt auch sorry, aber egal. Mein Kill war ja auch für ihn unnötig an der Rengar. Der auch ein bisschen safe spielen können. Das wäre. Mann.
Mann, Mann, Mann. Komm. Jetzt holen wir jetzt mal einen Fisch hier. Der Fisch ist tot. Und der Ringer auch. Komm. Komm. Slow. Und komm schon drauf. Weg ist das Snack. Serat Ulti hat noch gemacht. Wir machen uns voll und gehen wieder Top Lane. Jetzt habe ich wieder Blue und Red. Und jetzt muss ich natürlich vorsichtiger werden. Ich muss es jetzt hier oben. Jetzt will ich natürlich dominieren und Schaden machen. Farmen ohne Ende. Gucken wir mal unsere Farm an. 24 zu 29. Rengar hat mehr Farm. Aber ich glaube, wie gekliesert er. 2-1. Okay, ich bin 3-1. Bin ein bisschen Vorteil. Aber ich will jetzt erst zurückgehen, wenn ich mir das BF-Schwert leisten kann. Und das dauert jetzt natürlich 1550 Gold brauche ich. Und ich habe kein Wort. Kein Wort habe ich. Das heißt, wir sollten vorsichtig sein. Nicht, dass der Ringer hier irgendwo... Ja, wobei, ich glaube, der traut das nicht. Der hat jetzt mal eine Klinge zu spüren bekommen. Wir sollten weg vom Gebüsch. Ah, ich habe nicht gewartet und... Zack, jetzt lauern wir ihn nochmal, machen unser Zorn weg und heilen uns natürlich hoch. Fitz ist ganz schön oft hier oben. Also ein bisschen Babysit ist das schon. Ich lasse mich lieber jetzt zurückfallen und werde jetzt hier so in der Gegend immer schön last hitten und kann Ringer nicht die Gebüsche als Vorteil benutzen und ich werde dann einfach das locker flockig versuchen runterzuspielen. Ganz normal, schön. Ganz mal schön farmen jetzt so. Den verpasse ich leider. Den kriege ich. Den kriege ich auch. Und den auch. Sehr schön. Wieder hochheilen. Und die Kuh mag sich natürlich als erstes. Ah, Rengar war. Ich gehe nicht zum Gebüsch. Mit mir mich, du. Kätzchen. Können wir das Kätzchen zähmen? Kann man Kätzchen zähmen? Okay. Man sieht das schon, er macht mehr Schaden. Er macht einfach mehr Schaden. Ich habe 1600 Gold. Jetzt könnten wir auf jeden Fall zurück. Aber die Gelegenheit ist schlecht. Wenn ich jetzt zurückgehe, kann er auf jeden Fall... Ach komm, ey. Kann ich auch. Ist schlecht, weil er kann auf jeden Fall den Tower drücken und wahrscheinlich sogar kaputt machen. Deswegen bleiben wir hier und fahren uns wieder hoch. Und gleich sind wir wieder voll mit Leben und dann klappt das schon, denke ich. Ah, kann nichts machen. Er kann nichts machen. Er verpasst CS die ganze Zeit. Jetzt hat er einen bekommen wahrscheinlich, einen einzigen. Okay, ich bin da auch, ne? Wieder ein weg. Ja, mach deinen Scheiß. Mach deinen Scheiß, du Kätzchen. Daneben die Bula. Okay, hat er gut gemacht. Hat er mir Schaden zugefügt? Daneben. Oh, nicht bekommen? Schade. Ich bin natürlich schon lange 6, ne? Ich könnte schon reingehen und mich fetzen und so. Aber ich will es erst gar nicht probieren. Da ist er. Da ist er. Jetzt will er es wissen. Ich muss weg. Ich muss weg. Man sieht das schon. Ich mache kaum Schaden. Jetzt muss ich zurück. Ich glaube, mein Tower wird fallen. Schaffe ich das noch?
Er wollte das wissen, da wollte das einfach wissen. Fitz auch. Ey, ich muss hier ganz weg, ey. Die nerven mich. Top Lane, ey, es ist ja hier schlimm. Fitz nervt mich. Rengar, was hat der denn? 77 AD. Spielt AP Rengar. Okay, AP Rengar. Dann machen wir mal als Antwort hier schön AD Tryndamere. AD Crit Tryndamere. Katar kommt. Zack. Und Ulti. Hat sie Ulti noch? Hat sie? Oh. Oh. Katar ist tot. Katar ist tot. Aber Fitz ist top. Wirklich am Babysitten. Das gibt's doch nicht. Ich hab Ulti. Keine Ulti mehr. Das sind zwei, da gehe ich nicht rein. Bisschen Ärger mit der W nochmal drauf machen. So, schau mal. 6-7 für unser Team. Das ist. Ah, nach einem guten Start sieht das nicht gut aus. Jetzt muss ich natürlich schon viel, viel mehr Schaden. Man sieht das Bam. Viel schneller. Hab mir die Schuhe gekauft. Ich werde jetzt hier warden. Hat er der. Hat kein TP. Das heißt, wir können noch ein bisschen am Tor was ein bisschen Schaden machen. Und wir haben Drake. Nice. Good job, Team. Wir haben Drake. AP Rengar. Okay. Aber das ist ganz was Neues. 67 Farm. Er hat 64. 2-1. Ich habe 3-1. Scheint okay zu sein. Ach komm, ey. Wo ist das Kätzchen? Daneben. Jetzt können wir mal ein bisschen probieren hier. Oder? Nee. Jetzt. But, Baby! Bisschen abgewartet. Bis er alles so relativ viel gespammt hat und dann gehen wir einfach mal drauf mit Tryndamere. Das heißt es farmen, Baby. Einfach farmen. Zack, zack, zack. Und die Kuh gleich wieder und dann. Oder? Ja komm, die Wölfe nehmen wir noch mit. Dann gehen wir zurück. Hole ich mir natürlich Static Siege, wie das Ding heißt. Genau, Static Siege, statische Aufladung. Diese ich habe noch Ulti, ich habe noch alles Ignite. Wir können oben bleiben. Wir können einfach jetzt noch oben bleiben. Mach jetzt in den Tower breit. Zack, zack, zack. Okay. Was willst du? Komm. Ulti an. Und rein ins Gebüsch. Und back to base. Ich will jetzt hier gar nichts riskieren. Nicht, dass der Fitz vorbeikommt. Ich habe nicht gewollt, wenn ich jetzt hier hinlaufe und wolle, dass nicht, dass er kommt. Ulti, ich bin tot. Das Risiko gehe ich nicht ein. Jetzt haben wir noch den Static Stitch. Das werde ich verkaufen. Da werde ich mir. Das wollte ich eigentlich kaufen. Reicht nicht. Da machen wir es zurück. So, ein bisschen Lifestyle. Lassen wir das so. Und dann gehen wir auf unsere Top-Lane. Da steht 11-10. Wir haben momentan noch keinen. Doch, dort Butter haben wir schon gekriegt. Nice. Aufpassen. Fitz, Fitz kommen. Natürlich auch zeigen, dass ich hier in der Ringe weg ist. Na, schauen wir mal, was denn so unsere Cutter hat. 4-4 sind so 1-2-4, okay. Okay, okay. Ja, normales. Normales Game. Ich bin 11, er ist 10. Level-Vorsprung habe ich auch schon mittlerweile.
Das liegt aber nur daran. Warum laufe ich denn da rein? Bin ich denn blöd? Bad. So, Kätzchen, wo bist du? Ist nicht da. Schnetzen wir uns mal schnell hier durch, würde ich sagen. Oh, hätte ich das neue AP-Item gekauft. Okay. What? Ja, mach doch. Ich mach mal eine Kuh. Ich hab Ulti. Ich will nur ein bisschen Zorn aufbauen. Bam. Ah, schade. Schade. Ich mach jetzt den Tower breit und dann gehe ich rein. Dann gehen wir mal rein hier. Schade. Haben wir zwar ein bisschen hoch. Jetzt gehen wir mal hier runter. Machen eine kleine Attacke. Da ist. Ne, ist nicht da. Fitz kommt hoch. Wir gehen lieber weg. Geht doch nicht. Kommt da nicht hoch. Gut. Sieht doch gut aus. Also bis jetzt läuft's. Kann mich nicht beklagen. Jetzt mag ich natürlich die E, um einfach schneller mal ein bisschen wegzukommen. Rengar ist top. Mitte. Das heißt, wir haben die Gelegenheit, hier den Top-Tower ein bisschen einzureißen. Na komm, dann laufen wir mal so rum. Jetzt muss man natürlich mit der Gefahr rechnen, dass Rengar kommt. Da ist er schon. Egal. 2 gegen 1, da gehe ich nicht rein, da mache ich gar nichts. Da haue ich einfach ab. Ist mir sicherer, besser. Gehen wir mal mit ein bisschen helfen. Mit Tower ein bisschen holen. Würde ich jetzt mal so sagen. Kämpfen da schon. Ich werde mal den Minion holen. Da wollen wir mal schnell. Da wurde gepinkt, dass da jemand kommt. Oh. Okay. Da kommt Fitz. Oh. Ah, hätte ich gar nicht Flash im Raum. Schade. Flash unnötig rausgeballert. Oh, wir können Drake machen. Drake wird signalisiert. Dann machen wir es doch mal. Gehen wir mal Drake. Ja, der Jungler sollte kommen. Na komm, wir fangen an. Ich habe noch notfalls meine Ulti. Serat kommt. Zack. Drake, Baby. Gut, ich würde sagen, wir gehen back to base, gehen dann Richtung Top. Rengar will unseren Top-Tower holen. Das heißt, wir werden mehr auf Crit bauen. Hier KDU 20% mehr Crit-Chance. Jetzt verkaufen wir das Dorans Blade. Und jetzt gehen wir Top. Den Top-Tower wird fein, das schaffen wir nicht. Weil ich ein bisschen Lumen war. Aber ist nicht weiter schlimm. Gucken wir uns mal in den Farm an. 107, ich habe 115. Alles soweit okay. Hat er schon Pakete geholt werden? Ne, 2, 3. Okay. Und jetzt gucken wir mal, was wir mit drin da mehr machen können. Na komm. Komm drin, komm, schreib mich an. Daneben. Entweder wegkommen, ich habe Ulti gezündet. Unnötig hoch 10, ey, lol. Egal. So. Schnell mal Wort stellen. Dann weiter Top-Man pushen. Ich dachte, das spürt mich an, dass ich Ulti gezündet, weil ich weiß nicht, ob der AP-Ränger One-Shot-Potenzial hat. Ich spiele zum ersten Mal gegen einen AP-Ränger. Also AD-Ränger weiß ich, dass der
mich jetzt nicht ganz so schnell down kriege ich, glaube ich. Ein ADC natürlich schon. Aber mich nicht. Da ist er wieder. Und Fitz auch. Und wir gehen einfach mal Mitte. Wir gehen Mitte. Bam. Habt ihr den Crit gesehen? Alter, fair weit. Oh. Da kam noch die Lux-Ulti. Jetzt. Ich will Rengar. Eieieiei, Leute. Was ist denn da los? Was war das denn bitte? Ah, sehr schön. Bot haben sie gedrückt. Bot haben sie gedrückt. Komm, wir machen Mitte. Ich will Mitte. Mittauern dich haben hier. Sollen sie da kämpfen und so? Ich will Mitte machen. Ah, Seer hat schon wieder da. Ah, alle sind da. Rengar kommt auch. Aber wir können es probieren. Was machen wir? Wir machen Mitte. Wir machen Mitte. Ich bin gestunt. Lol. Die Ulti gezündet. Ich muss weg. Schade, dass ich mein Team da jetzt nicht weiter helfen kann. Einfach zu viel Schaden bekommen von, ich glaube, das war die Lux. Eieieiei. Also low. Das ist natürlich jetzt blöd von mir, dass ich abhauen muss. So, bisschen Tankiness, bisschen Leben, sag ich mal. Und jetzt gehen wir, hier hin. Jetzt gehen wir hier hin und machen die nass. So gut es geht zumindest. Vier Leute, das kann ich auf jeden Fall nicht dürfen. Ich habe keine Ulti. Deswegen bleibe ich erstmal hier. Top ist noch recht gut gepusht. Bot ist auch okay. Und wir schnitzen uns weiter. Machen die Drake? 1,25. Ich warte mal schnell hier. Da ist keiner. Okay. Dann gehen wir Mitte. Komm. Ah, lol. Lol. Voll in die Falle gelaufen. Ich muss hier helfen. Dann machen wir das doch. Oh, hat er geschafft schon. Cool. Wir gehen mal Toshigi. Und zwar heilen wir uns hier mal ein bisschen. Zorn aufbauen. Oh, schön, dass Nahm uns geheilt hat. Jetzt können wir mal den Rengar versuchen. Einfach mal versuchen. Wenn er kommt. Ist er hier irgendwo? Nee, ist er nicht hier. Doppeltötung von Katarina. Nice. Katarina. Bam. Zack. Wir müssen wieder hochheilen. Nicht das Hochheilen vergessen mit der Kuh. Und weiter geht's. Weiter geht's. Wir machen jetzt Top hier. Schnitzen uns durch. Zack, zack, zack. Kurz checken hier. Nicht, dass Ringer drin ist. Okay. Ist denn nicht drin. Und. Erstmal Minions, würde ich sagen. Und jetzt Tower. Jetzt reißt mein Tower ein. Serat kommt, ist aber egal. Ja, macht deinen Scheiß. Mach doch deinen Scheiß.
Er ballert ja alles daneben. Oh. Schade, da muss ich echt jetzt hier weggehen wieder. Mann, 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 Mann. Und. Weg bin ich. Gehen wir mal schnell wieder back to base. Oh, sehr schön. Jetzt läuft es wieder. Wir haben uns gefangen, würde ich sagen. Und ich baue das hier. Ne, das hier wollte ich bauen. Genau. Magieresistent. Das können wir uns auch noch bauen. Hier richtig geil. Cooldown Reduction. 10% Abklingzeit. Verringerung. Und jetzt gehen wir einfach mal wieder. Wo ist ein Ranger da? Wir müssen Mitte helfen. Wir gehen hier hin. Top kann erstmal da so sich gegenseitig. Hier. Der muss mal gelegt werden. Sehr geil. Ich bin unterwegs, Leute. Und Blutrausch. Wollen wir mal hier runtergehen? Komm, wir gehen runter. Können natürlich auch die Drake haben sie gemacht. Der Gegner war das ja. Genau. So, schauen wir mal. Die ist auf jeden Fall tot. Ach komm, ey. Der ist mir einfach zu mobil. Achso, Nami kommt. Dann probieren wir mal unser Glück. Warte, hatte. Ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Ach komm. Sehr geil. Sehr geil. Das war gut. A Job von der Nami. Willst du Blue, Nami? Komm her, ich schnitze ihn ein bisschen runter und dann kannst du ihn haben. Nein, Serat hat auch aufgepasst. Oh. Stunt. Jetzt komm. Bats. So. Was wollt ihr denn deine Familie, Alter? Bin ich denn blöd oder was? Oh nein, da habe ich falsch schon gefokust. Schade. What the fuck? Schade. Hätte ich auf jeden Fall kriegen können, müssen, egal. Kann passieren. So, was wollen wir als nächstes denn? Hier, das hier. Das hier, das hier, das hier, das hier. Ich weiß es nicht. Das hier, Rüstung. Was haben wir denn? AD, AD, AP, AP, AP. AP, AP, AP. Dreimal AP, zweimal AD. Wer uns das hier? Und das hier. Schutzengel, ruhig mich. Und noch. Last Whisper, letzter Atemzug. Komm jetzt. Jetzt schnitzen wir uns hier weiter durch. Oh, jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich weg. Da habe ich mir schnell mal den Lux gegönnt. Und jetzt schnitzen wir uns weiter. Zack. Kuh. Leben. Und Warden. Hat sie? Jawohl. Und. Boot. Danke. Danke, Nami. Danke für diesen Kill. Ich geh Toplane. Ich will jetzt einfach mal Toplane pushen. Vielleicht kommt ja der Ringer vorbei. Also Leute, AP-Ringer? Das muss ich ja mal den Cyrus sagen. Den können wir schon mal spielen. Ich kann Ringer nicht spielen, ich habe ihn noch nie gespielt. Weil Ringer so ein bisschen mehr im Jungle gespielt wird. Eigentlich könnte ich ja wirklich auch mal testen, was das so. Kann der Ringo.
Aber ich sag erstmal den Sias Bescheid. Dass er auch einfach mal gucken kann. Jetzt gehen wir wieder Mitte. Zerat. Zerat Ulti ist. Und ich darf rein. Yes, we can. Ach, schade. Ah, auch reingelaufen. Auch reingelaufen. Da ist er. Oh, ich dachte, er kommt irgendwo. Wo ist er? Rengar Doppeltötung? What the? Ja, ich komme. Zwar Zorn aufbauen. Hochheilen. Und jetzt gehen wir gleich back to base. Rengar kommt. Shin Tsao geht auch back to base. Sehr schön. Ich kann mir da zwar nichts kaufen, das ist aber mir egal. Ich hole mir Town Guard und lauf hier runter. Mal die Botlane ein bisschen pushen. Das ist hier mein Werk, sag ich mal. Habe ich ja vorhin gemacht, glaube ich. Oder war schon jemand wieder oben? Weiß ich gar nicht. Aber ich denke mal, das war ich. Zack, zack. Weiter geht's. Der Fitz war hier, ne? Und weiter geht's. Rengar ist top. Das Kätzchen. Nächste Wave machen wir noch und dann gehen wir Mitte. Jetzt gehen wir Mitte. Jetzt schnitzen wir uns durch. Komm schon! Auch noch? Ja, wegen Red Buff. Und hochgeheizt. Geil. Einfach nur der Wahnsinn. Tryndamere rockt. Tryndamere rockt. Wir gehen mal schnell Top Lane auspushen und dann gehen wir wieder. Pff, keine Ahnung. Wupp. Bam, 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 bam. Zorn aufbauen und auslösen. Zack. Zack. Jetzt gehen wir wieder Bot. Back to base. Das kann ich auf jeden Fall. Last Whisper holen. Ja. Und dann holen wir uns das hier. Und dann sind wir auch schon fast mit Vollbild unterwegs. So, was ich immer Standard baue für mich persönlich. Oh, Rengar. Okay, ist gut weggekommen. Ah, nice. Sambeer. Hat gut gemacht. Cool. Ist der Drake? Nee, Drake ist nicht da. Ich hätte allerdings, ich hätte mein Trinket upgraden können. Ein bisschen Zorn aufbauen hier bei der Shiggy. Wo ist sie? Kommt man nicht durch, neu. Oh, nice. Bam. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht die Klinge gespürt? Bei
Weiter geht's, Leute, weiter geht's. Und schnetzen uns weiter durch. Oh, da tauere ich natürlich nicht. Ach, komm mal weg. Ohne Probleme. Geh mal schnell weg, to Base. Hab hier 2500 Gold. Leute, Alter. Ruckzuck. Ey, das geht doch gar nicht hier. Was ist denn? Schutzengel. Und jetzt, ja, können wir uns nur noch hier Dings kaufen. Voll auf Schaden. Elixier. Und los geht's. Aber irgendwie kommen wir nicht voran. Es kommt nicht voran. Ich geh Bot... pushen, top to, pushen. Und irgendwie kommen wir nicht voran. Was hat ein Ringer für Kills? Und drauf. Ach, das ist so wie tot, ey. Was wollt ihr denn von mir? Ich komme wieder, ich komme wieder, ich komme wieder. Schade, schade, schade. Die haben es auf jeden Fall gut durchgeschnitzelt. Kann die auch nicht machen. Ich habe Vollbild. Ich kann jetzt nur noch mein Trinket upgraden hier. Und es geht weiter. Leute, tut mir leid, dass die lange, so eine lange Folge ist. Aber das ist Leute. 18,34 meine Stacks. Gucken wir mal, was hat denn der Ringer? 11,6, 286 Farben. Ich habe mehr Farben. Der Fitz hat aber auch ganz schön. Jawoll, Ibitor. Jetzt geht's voran. Gut. Katharina hat's gemacht. Könnt's nochmal ein Elixier, würde ich sagen. Wenn wir gleich da sind. Dann geht's weiter. 1. Und los geht's. Weiter schnitzen mit Trindamer. Und der vierte Drake haben wir schon. Jetzt kommen wir. Jetzt ist er. Ah, lol. Ah, sauber. So, ich gehe Bot pushen. Mitte haben wir ja schon. Top ist da jetzt weit rausgepusht vom Gegner. Das heißt, wir gehen jetzt mal schnell Bot pushen. Dann werden wir das Spiel mal langsam hier beenden. Bat. So, mit dem nächsten Ibi. Jetzt geht's wahrscheinlich schon recht schnell hier. Schon mal die Minions wegmachen. Jetzt nochmal den nächsten Tower. Schnell mal die Ulti abfangen für die Cutter. Ah, komm. Der Tower ist kaputt. Und das war's. Ja, Leute, das war eine Runde Trindamer. Mit mir sozusagen der Day-Day von der Liga DAG. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr so Tournament spielt. Ob ihr was anderes baut oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich baue ihn auf jeden Fall mal so. Schutzengel am einfach. Wenn man zu schnell tot stirbt, dann kommt man auf jeden Fall wieder. Und man kann sich weiter schnetzeln. Das war's von mir. Nochmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit einer weiteren Runde. Dann League of Legends. Und mit... vielleicht mehr Leuten von der Liga, wer weiß. Bis dahin. Ciao.